Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge meines Guides für einen S- und S-Plus-Rang auf dem D&A-Szenario. Wir machen direkt weiter, haben die Polizeistation Teil 1 in der letzten Folge abgeschlossen. Wer das gerne sehen möchte, muss eine Folge zurück. Ja, ich bin hier schon auf dem Weg. Eigentlich geht es hier links Richtung Birkins Phase 1. Ich entschließe mich nochmal die Treppe herunterzugehen, um diese Granate mitzunehmen. Ich denke, das ist auf Standard nicht wirklich notwendig. Gefährdet auch die CO2-Bilanz nicht, also die 14.000 Schritte. Drum nehme ich sie mit. Aber ich denke, auch diese Sekunden könnte man für einen Speedrun durchaus sparen im Veteranenmodus. Könnte die Granate wieder sehr, sehr sinnvoll sein. Da finde ich, sollte man sich alle Granaten, wenn möglich, bis zum Endkampf aufsparen. Das macht den Endkampf um einiges leichter. Da kann man die also mitnehmen. Und da beginnt der erste Bosskampf gegen Birkins Phase 1. Wir entschließen uns fürs Messer und versuchen uns einfach so ein Stück rechts hinter ihm zu positionieren, um ihn so mit dem Messer zu behaken. Und wenn man schnell genug ist, ist es möglich, Birkins völlig schusswaffenfrei auf die Knie zu zwingen. Ihr seht es hier, da ist die erste Mutation. Man könnte ein klitzekleines bisschen mehr Schaden machen, wenn man tatsächlich das Auge trifft. Allerdings ziehe ich es dann doch lieber vor, hinter ihm zu stehen, da es so doch deutlich leichter ist, seinen Schlägen auszuweichen. Auch wenn es hier mehr ein aktives Vorbeischlagen ist, als ein aktives Ausweichen. Naja, aber es klappt, das ist das Wichtige. Das ist ein bisschen beschämend, ne? Da hast du den G-Virus entwickelt und hast den Super Soldaten erschaffen und dann kommt so ein Typ mit einem Messer, ne, und besiegt einen Super Soldaten. Ja, das war Birkins Phase 1 mit dem Messer. Da es mein erster Run ist, laufe ich jetzt noch einmal die Gully-Ecken ab. Eigentlich gibt es nicht wirklich was Interessantes zu mitnehmen, außer Heilung. Ich glaube, man könnte ein grünes und ein rotes Kraut noch abstauben, aber auch das ist eigentlich nicht notwendig auf dem Standardschwierigkeitsgrad. Nichtsdestotrotz, ihr seht's, ich gucke, aber auch da kann ich euch sagen, das gefährdet euer gute CO2-Bilanz-Achievement in keinster Weise, wobei die Granate hier tatsächlich noch ein interessantes Goodie ist, was man wirklich mitnehmen kann. Heilung haben wir zuhauf, also eigentlich bräuchte man die nicht mitnehmen. Interessant, dass ich die grünen Kräuter stehen lasse, aber das rote mitnehme. Nee, ich hole mir noch ein grünes. Ja. Nichtsdestotrotz, lasst euch gesagt sein, diese paar extra Schritte gefährden euer Achievement nicht. Den Raum rechts kann man aussparen. Dort findet man Pulver und eine grüne Pflanze. Auch hier war ich mir wieder unsicher, wie ihr seht. Na gut. Wieder ein paar extra Schritte und wieder ein paar Sekunden verloren. Aber nun ja, so ist das auf den ersten Runs. Ne? Verbesserungspotenzial ist noch möglich. Der Weg ab hier ist jetzt relativ linear, man kann nicht wirklich was falsch machen. Thank you.
Damn. Need a keycard. You gotta be kidding me. Get off of me! Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey! I'm not done talking to you! Long enough. Are we the last ones alive? No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out... Shit, it's coming. What? What's coming? Come on, don't be an asshole. Okay, you need this! Just get me the fuck out of here! Oh my God. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out. Leon, before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. So, diese Karte wollen wir also haben. Bevor es weitergeht, nehmen wir auch die Kurbel hier mit. Ganz, ganz wichtig. Die sollte man nicht liegen lassen, sonst hat man ein paar Schritte umsonst zu gehen. Um an diese Parkkarte zu kommen, haben wir jetzt einiges zu erledigen. Dafür brauchen wir sogenannte Elektroteilchen, 2 Stück an der Zahl, die wiederum erst gefunden werden müssen. 1 davon finden wir hier in der Tiefgarage, das 2. in der Polizeistation. Und ja, da gehen wir jetzt erst einmal hin. Der sogenannte Zwinger.
in dem keine Licker zu finden sind, wie bei Claire, sondern die Hunde. Ich denke, es ist auch nicht verkehrt, die Tönen hier kurz abzuknallen, es sei denn, man ist in einem Speedrun, dann ist man natürlich schneller, wenn man einfach durchrennt. Aber der sichere Weg ist, die Hunde einfach zu töten, damit sie einem auf dem Rückweg nicht in die Quere kommen. Da ja so oder so noch der ein oder andere Hund dazu spawnt. Die Leichenhalle. Ja, hier solltet ihr besser die Pumpgun in die Hand nehmen und den Zombie einfach köpfen. Das ist auch wieder der schnellere Weg. Mit der Pistole ist es dann doch recht zäh, diesen Zombie hier auszuschalten. Außerdem für den Veteranenrang, das zweite Fach auf der linken Seite enthält noch ein rotes Kraut. Das kann man für eine starke Heilung ruhig mitnehmen. Ich nehme hier die Blendgranate mit, weil ich die gerne haben möchte. Und außerdem finden wir hier den nächsten Schlüssel. Der Karo-Schlüssel. Ich finde es auch besser, erst in die Leichenhalle zu gehen und dann das Rollgatter rechts, ihr werdet es gleich sehen, zu öffnen, da man dann dem Hund, der im Gang um die Ecke ist, doch etwas besser ausweichen kann, als wenn man hier durch die Tür direkt geradeaus weitergeht. Aber das sind so Kleinigkeiten, das muss jeder selbst für sich wissen, was er da für den besseren Weg empfindet. Das ist ziemlich linear. Wichtig ist, diesen orangen Karton hier mitnehmen. Der ist nämlich sehr wichtig. Da befindet sich das erste Elektroteilchen, welches wir für das Schalttafelrätsel brauchen. Außerdem öffnen wir hier schon die Ausgangstür, die uns wieder in das Polizeipräsidium führt, mit Schalter 3 und 4. Und dann rennt man einfach wieder raus, so schnell wie es geht. Wer ein bisschen Bammel hat, kann den Hund hier direkt am Zaun töten. Das ist der Chicken Way. Wer sich traut, läuft einfach durch. Ist kein Problem. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ist mir auch noch nicht passiert, dass der Zombie dann durch die Tür rauskommt. Jetzt kommt der Hund, der euch möglicherweise direkt anspringt, wenn ihr aus der Leichenhalle kommt. Also wenn man vorher den Strom anmacht, dann in die Leichenhalle geht und dann rausrennt, kann der Hund einen anfallen. Hier schön im Zickzack laufen. Hat er mich trotzdem erwischt. Aber ich glaube, ich konnte die Animation abbrechen, denn ich habe keinen Schaden verloren. Ja, immer schön im Zickzack laufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit doch ziemlich groß, dass der Hund eher an euch vorbeispringt, als euch anspringt. Ja, und dann sind wir zurück in der Polizeistation. Hier rechts liegen Pumpgun-Patronen, die übersehe ich, glaube ich. Also jetzt hinter uns im Regal. Ruheraum brauchen wir nicht. Ist eine gute Entscheidung. Können wir einfach. Nein, wir müssen doch in den Ruheraum. Jetzt habe ich es gerade selber vergessen. Da liegt doch die Sicherung drin. Erst mit der Sicherung kommen wir durch das nächste Rollgatter. Das Elektroteilchen kann man ablegen. Muss man nicht unbedingt in der Tasche behalten. Oh, ich dachte gerade, oh, oder? Ich nehme nochmal Pulver mit, aber die Sicherung liegt im nächsten Raum und ich lasse sie wieder liegen. Und auch hier finden wir wieder Einsparpotenzial in der Spielzeit. Na, den habe ich schlecht erwischt. Jeder Zombie ist ein One-Hit, wenn man ihn mit der Pumpgun richtig erwischt. Sprich, den Kopf erwischt. Ne? Ja, da ärgere ich mich, dass ich die Sicherung nicht mitgenommen habe. Muss ich hier nochmal hinterlaufen. Aber Gott sei Dank, das gefährdet unser CO2-Bilanz-Achievement in keinster Weise. Also, noch nicht. Also, man sollte mal nicht 10-mal falsch laufen, dann summieren sich die Schritte dann doch so allmählich, aber hier bascht alles noch. So viel kann ich euch sagen. So, die Sicherung eingesetzt.
den da muss man gar nicht töten. Aber Elliot würde ich schon töten, der kann nervig sein, wenn man da an dem vorbeirennt und er euch in den Fuß beißt. Ziemlich blöd. Und hier ist der Tipp, bitte bleibt auf der Ostseite. Man hat hier immer das Verlangen, erstmal zur Haupthalle vorzulaufen und vielleicht dann sogar auf die Westseite zu gehen, aber muss man ja gar nicht, denn das erste Ziel ist ja das Rollgatter hier, das Feuertor im zweiten Floor der, meine Güte, der Ostseite. So, da sind wir auch schon angekommen. Wir öffnen das Ganze und haben damit den Weg zum Zahnrad für das Uhrenrätsel freigelegt. In den Keller müssen wir nicht. Das wäre nur wichtig, wenn ihr die Magnum haben wollt, denn im Keller befinden sich die Verhörräume und dort ist die kleine Kiste zu finden, auf die der Edelstein gehört, nachdem ihr das rote Buch aus der Bibliothek im Kunstraum an der Statue eingesetzt habt. Dann erhaltet ihr einen Edelstein, der dann auf die Kiste passt und diese Kiste findet ihr im Verhörzimmer. Hier muss man nur kurz rein, das Zahnrad an sich nehmen und dann geht man auch schon wieder raus. Keine große Sache. Man kann den linken Zombie köpfen, wenn man sich den Fluchtweg für später bereithalten möchte. Wir werden es später vielleicht sehen. Der Raum wird mir so ein bisschen zum Verhängnis, weil ich die Zombies leben gelassen habe. Ich werde keine Energie verlieren, aber ich werde fast von einem Zombie gebissen und kriege ihn gerade noch so tot. Na, aber das sehen wir später. Wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. So, der Außenbereich im Ostflügel. Hier gilt es jetzt, den Helikopter zu löschen. Und dafür müssen wir nur runter an die Pumpe und die Fließrichtung von rechts nach links ändern. Die zwei Zombies hier müssen nicht unbedingt getötet werden. Man könnte ihnen auch die Beine wegschießen und dann kann man die hier gut ausmanövrieren. Dann haben wir sogar noch... Ach, da habe ich es ja richtig versaut. Gut, den Damage muss man nicht unbedingt mitnehmen. Ich habe mich nur blöd angestellt. So, drei Schuss verballert. Drei Schuss zurückbekommen. Das Zahnrad und das Elektroteil könnte man ablegen. Ist jetzt noch nicht so wichtig. Zwei grüne Pflanzen. Man könnte sich eine mitnehmen, weil die Möglichkeit besteht, jetzt eine rote Pflanze im nächsten Gang einzusammeln. Dann hat man schon wieder eine große Heilung. Muss man dann selbst entscheiden, wie man es macht. Die muss man auch nicht mehr mitnehmen. Also die Pistole ist jetzt nicht mehr so wichtig. Da war die rote Pflanze. Aber auch hier links ums Eck steht wiederum eine nächste grüne Pflanze. Also ist es eigentlich egal, wie man es macht. Kommt darauf an, ob man die grüne Pflanze schon in einem früheren Spielabschnitt benutzt hat. Dann sollte man lieber hier an der Feuertreppe eine Pflanze mitnehmen. So, das ist der lange Weg, um dem Tyrant auszuweichen. Man könnte ihm auch einfach eine Flashbang vor die Nase werfen. Das ist aber immer so eine Sache, wenn man den Mr. X in einem engen Gang flasht. Er versucht manchmal blind um sich zu schlagen und wenn es schief läuft, kriegt man dann Damage, ne? Ja, darum entscheide ich mich dann doch lieber, den Safeway zu nehmen. Wir gehen raus, umrunden ihn, ihr habt es gesehen, das ist eigentlich kein Problem. Und außerdem habe ich so eine Flashbang gespart und bin auch nicht in Gefahr gelaufen, vom Mr. X gehauen zu werden. Das ist der Moment im Spiel, wo Marvin wieder erwacht. Ich mach's kurz. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass Marvin doch manchmal stört. So, wir gehen das dritte Mal in die Hallway of Death. Ich hatte in der letzten Folge von einer Eskalation gesprochen. Jetzt befinden sich Licker und Zombies im Gang und wenn es halt richtig blöd läuft, habt ihr auch noch Mr. X hinter euch. Und das ist eine ganz tödliche Mischung. Ihr müsst hier langsam laufen wegen den Lickern.
müsst aber eventuell schießen wegen den Zombies. Und wenn Mr. X kommt, müsst ihr auch noch rennen. Also ihr merkt schon, warum man das die Hallway of Death nennt. Ich habe es ja eigentlich ganz gut gemacht. War aber zu langsam, weil ich an der Tischkante hängen geblieben bin. Und da hören wir Mr. X schon anmarschieren. Ist aber nicht so schlimm. Ganz wichtig ist, wenn ihr den Kreuzschlüssel habt und ihr geht in die Hallway of Death, nehmt eine Flashbang mit. Dann kann man diese Situation nämlich extrem entschärfen. Im Idealfall blendet man alle, Zombie, Licker und Mr. X. Ich spekuliere jetzt hier drauf, dass der Licker hier links im Gang ist, nicht mehr rechts. Alle einmal geblendet und dann können wir hier in aller Seelenruhe den Gang wieder verlassen. Und wir werden nie wieder in die Hallway of Death müssen. Ja, mit dem Hydraulikhebel geht es natürlich direkt in die Bibliothek, um dort das Regal abzulassen, um die Regale an die richtige Position zu verschieben. Und tralala, der Weg zum Uhrenturm ist frei. Was wollen wir im Uhrenturm? Da wollen wir natürlich das zweite Elektroteil. Nehmt gleich das Regal ganz links. Wie ihr seht, man kann sie alle auf einmal schieben. Es sind gut geölte Lager in den Rollen da unten. Funktioniert einwandfrei. Hier versteckt sich ein Zombie hinter der Säule. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der knabbert einen ganz gerne mal an. Entweder geht man da direkt mit der Pumpgun um die Ecke und entledigt sich ihm. Oder man versucht es in einem Sprint, so wie ich eben. Das klappt nicht immer, kann ich euch schon sagen. So, wir benutzen das Zahnrad, um die Treppe herabzulassen. Nehmen es aber gleich wieder mit. Denn wir werden es oben noch einmal brauchen, um das Uhrenwerk der Uhr zu reparieren. Und das viel zu klein dort eingesetzte Zahnrad nehmen wir wieder heraus, um die Glockenmechanik wiederum damit zu reparieren. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe, wenn ich jetzt behaupte, die Schlüssel sind jetzt alle überflüssig. Die öffnen nur noch Türen, die optional sind. Kann man also bestimmt ablegen. Ja, das war's eigentlich schon. Wir bekommen jetzt das zweite Elektroteil und haben dann eigentlich auch schon das Rätsel in der Tiefgarage gelöst. Jetzt bin ich selber gespannt, ob ich den langen oder den kurzen Weg nehme. Wobei ich müsste den kurzen Weg nehmen, da ich ja durch den Lagerraum Ost wandere. Ich habe ja schon von dem Zombie erzählt, den ich da gerade so getötet kriege. Es war aber ganz schön Glück, dass der mich jetzt nicht erwischt hat. Den kann man wiederum gut ausmanövrieren, gar kein Problem. Ja, das ist der kurze Weg. Er führt einen direkt in den Lagerraum Ost und wir haben Zutritt zum Treppenhaus Ost und können von, hier ist die Stelle, zack, ich habe ihn relativ gut erwischt. Aber diese Situation kann man halt entschärfen, wenn man die Zombies gleich tötet. Ne? Ja, wir sind im Treppenhaus, hier ganz wichtig, nicht nach ganz unten gehen, da geht es so zu den Verhörzimmern, da wollen wir ja gar nicht hin. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Na, noch nicht. Ich überlege noch. Jetzt haben wir es gecheckt und gehen wieder zurück. Grundsätzlich ist man ab diesem Zeitpunkt fertig mit der Polizeistation. Es geht jetzt in die Kanalisation. Man hat aber nochmal die Möglichkeit, von der Kanalisation in das Polizeirevier zurückzukommen, um das ein oder andere Geheimnis noch aufzudecken. Eins habe ich auch noch offen. Das werde ich wohl einen Claire B-Run dann nochmal machen. Gucken wir mal. Ja, hier durch den Empfang geht's
in den gelben Gang. Ja, wir können direkt durchmarschieren, genau. Wir müssten alles dabei haben, wir brauchen ja nur die Elektroteile. In der Tiefgarage dürften sich jetzt 3 Hunde befinden. Waren es 3? Auch in diesem Gang sind Hunde drin, die aber relativ dickig sind. So. Immer schön im Zickzack laufen. Ne? Mal gucken, ob wir durchkommen, ohne gebissen zu werden. Also jetzt, die lassen sich anständig dodgen. Achtung, jetzt Fehler. Ihr braucht hier super, also ihr braucht nicht zwingend eine Flashbang, aber bitte habt hier auch wieder eine Flashbang dabei. Ich habe keine dabei und das wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Ihr seht gleich warum. Ihr wisst ja, was passiert. Die Zellentüren gehen auf, Mr. X wird uns den Fluchtweg versperren und ja, das Ausweichen von Mr. X dauert wiederum so lange, dass die Zombies genügend Zeit haben, sich im Zellenblock ein bisschen zu verteilen und so wiederum den Fluchtweg zu versperren. Die Flashbang wird benötigt, um die Zombies eben zu blenden, die uns am Vorankommen zu hindern. So, jetzt habe ich aber keine Flashbang dabei. Jetzt müssen wir irgendwie so durchkommen. Ich habe es noch nie geschafft, ohne gebissen zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich eigentlich immer lieber die Flashbang dabei. Es ist einfach zu eng. Ich glaube, man kann da nicht dodgen, ohne Schaden zu kriegen. Möglicherweise kriegt man es mit der Pumpgun hin, wenn man super schnelles Aiming hat. Ich empfehle euch unbedingt die Flashbang. You told me this interview was about the new scholarship umbrella setup. Come on, that nobody cares about that. They want to know about the G-virus. Where did you hear about this? And a big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you going to talk to me, or are you going to... This interview is over. Bitch. So, da ist sie, die Parkkarte. Damit können wir die Ausfahrt der Tiefgarage öffnen und wir haben es endlich geschafft, der Polizeistation zu entkommen. So, wichtig, Schalter drücken. Da mir ja schon klar ist, dass mir die Flashbang fehlt, versuche ich die Zombies ein bisschen mehr in den Gang hier noch zu triggern. Deswegen bleibe ich da stehen. Das hat aber leider nicht geholfen. Ich habe es auf dem schnellen Weg versucht. Mr. X ist gnädig, er boxt mich nicht, er wirft mich nur zurück und lässt mich dann auch noch vorbei. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber hier braucht ihr eine Flashbang. Genau hier. Verwischt es hier ziemlich heftig. Echt bescheiden, dass mich hier jetzt beide erwischt haben. Der Zombie auf dem Boden ist auch noch ein Problem. Ich muss sehr weit nach rechts ausweichen. Pack's aber gerade so und die Zombies rechts im Gang waren leider nicht nah genug, um mich dann nochmal zu grabben. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You're kidding me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah. And this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it, let's get out of here. Beweis bitte einfach so an fremde Personen abgeben, ist, glaube ich, nicht so cool, ne? Aber gut, Leon wird schon wissen, was er tut.
im nächsten Abschnitt wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Viel, viel Dialog und wir begeben uns langsam in die Kanalisation. Lernen noch einen Nebencharakter kennen, der, wie ich glaube, noch ein DLC bekommt oder Bestandteil des nächsten DLCs sein wird. Die Lost Survivors müsste ja jetzt bald kommen, Ende Februar oder so. Oder war das Ende März? Weiß ich nicht mehr. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. What a mess. Der lange Lauf für die Pumpgun gleich mitnehmen. Ganz gute Sache. Und die nächste Granate packen wir in die Kiste. Und da hinten finden wir noch 9mm Rounds. Weiter geht es dann hinten raus. Ihr seht es. Eine der besten CGI-Szenen im Spiel, finde ich. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Yeah, Daddy's here. Okay. Those fucking things outside. What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Ja, wie ich sagte, eine der stärksten Szenen im Spiel, finde ich. Ich habe halt wirklich von der Stimme her, von der Mimik her, von dem, was er sagt, wie er es sagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Mann sehr zu leiden hatte und das haben die einfach gut rübergebracht. Klar, es war nichts Neues, Extravagantes oder Besonderes, gar keine Frage, aber trotzdem, das, was es darstellen sollte, hat es sehr gut dargestellt. Ich habe immer wieder eine Gänsehaut, wenn er dann so anfängt zu schreien und er fragt, hey, du bist doch ein Cop, warum zum Teufel weißt du nicht, was hier los ist?
Ne? Und so seine verzweifelt, also er ist halt sehr verzweifelt und weiß selber, dass er seine Tochter wahrscheinlich töten muss. Ne? All das sehe ich aus seiner Mimik heraus und höre ich aus der Stimme heraus und das ist einfach super geil gemacht. Also wirklich, gefällt mir gut. Gee, thanks. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. So, meine Freunde, hier lassen wir den Part dann zu Ende gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare. Wie immer wünsche ich euch natürlich auch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Ein kleiner Tipp noch für die, die mitspielen. Ich würde den nächsten Save wohl erst vor dem nächsten Boss machen, also am Ende der Kanalisation, nicht am Anfang der Kanalisation. Ich setze diesen Save nur, um das Format aufrechtzuerhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Bye bye. Euer Längster.